heute zwischen 35 und 100 Euro. Waren mal Restaurateuren da, das war Meister, die haben das dann gesagt. So, in der Mitte hat man den Kern erst einmal aufgeschnitten. Also das heißt, die Spannungen gleich. Und das sehen Sie einfach, da wird so ein Dreieck abgeschnitten. So ein Dreieck. So. Ja, wird abgeschnitten. Und diese Schnittfläche ist dann die Grundlage, dass man aus der letzten Maschine, das ist die Furniersäge, dass man das Viertel anklammern kann. Klammert man fest, mit Klammern, das sehen Sie dann. Und dann schneidet man von hier aus immer stehende Jahre runter. Das ist der eigentliche Leerscheitel. Und wollen Sie mit dem Fender arbeiten, schieben Sie einfach mit der Riemenkabel den Riemen auf die Vollscheibe, die ist fest verbunden auf der Welle. Und das dann kann man beginnen zu arbeiten. Das ist mit jeder Maschine, die hier im Hintergrund an und wieder neu zusammenbinden. Hier die Maschine, die wurde zwischen 1884 und 1911 gebaut. Die kommt aus Hamburg. Von der Firma Lütter, die Firma gibt es leider nicht mehr. Wahrscheinlich war kein Bedarf mehr für solche Maschinen, weil andere Technologien zu behandeln waren. Also dann später sind dann Bandsägen gekommen und die haben dann diese Furniersägen eigentlich abgelöst. In der Maschine in den 16 Jahren wurde hier zweischichtig gearbeitet. Die hat in einem Jahr 1 Million Einschnitte gemacht. Zentimeter dick, die steht dann von alleine, die wird einfach runtergeklappt in den Gebieten, wo Holz gefräst und wird heute zum Teil noch zur Schau gefräst. Stöpseln drin und solche Bolzen drin, da kann der jeden Ort durch reinstecken. Sagt er, mach mal eins knack. Das war alles, die Edelkristallstelle war erst als Spanien importiert, die größten Teils. Die steht ja auch auf der Gitarre. Ähnlicher. Welches ist das hier jetzt, oder was?
Also in so das ist doch bei uns stimmt eigentlich wäre das so. Das Schlechte ist dann auch schwach. Absolut. Heute kann man das ja nur ausfeiern. Guck mal, du könntest das Ding drehen. Dann kannst du auf der anderen Seite da spielen. Dann fangen wir an, wenn es fertig ist. Wie gesagt, wenn die Teile alles passt, das Maß ist richtig. Ich kann nicht einfach biegen und wie ich Lust habe, das müssen wir wenn passen. In den Jahren machen Sie das schon. Ich habe seit 73 oder so drauf gelernt. Fortlöbeln kommen verschiedenste Materialien.
einzige Sache, die man berücksichtigen muss. Ja.